Wir stehen am Rande des Brunnens in der Kammer des Scheidewegs, des sagenumwobenen Brunnens, die man springen kann und wo man woanders wieder rauskommt, nämlich unten im Wasserwerk. Und wir werden jetzt einfach mal das versuchen und hoffen einfach mal, dass wir hier unten entsprechend auch ankommen, lebend natürlich, und einen Buch der Taten-Eintrag freischalten. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir uns mal das Fest in Minas Tirith anschauen und werden dort mal rüberreisen und schauen, wer da überhaupt heiratet und was da überhaupt los ist. So, also los geht's. Bisschen unspektakulär. Oh, das ist gar nicht so unspektakulär. Oh, das ist ja ein fantastischer Ausblick hier. Guckt euch das an. Oh, schön. Mit den Kristallen noch zwischen die Beine. Sehr gut. Wir werden zurückgesetzt und sind im Wasserwerk angekommen. Das war ja fantastisch. Ich hätte mir gewünscht, es würde noch ein bisschen länger dauern, so wie Gandalf und der Balrog, als er in der Verfilmung in die unterste Ebene quasi fällt und sich dann quasi die Höhle so ausbreitet und man sieht nur noch so ein kleines Futzelding leuchten, wie so ein Glühwürmchen, und das fällt so langsam runter und man kann nur erahnen, welche Ausmaße diese Höhle hat. Genauso hätte ich mir das jetzt auch vorgestellt. Minus dem Feuer natürlich. Und aber ansonsten war das schon ganz spektakulär. Ich hätte noch ein bisschen länger gern den Ausblick genossen. Der war etwas kurz. Wir haben auf alle Fälle einen Buch der Taten-Eintrag freigeschaltet. Oh, das ist einfach nur Wasserwerk finden. Titel gewährt. Freund der Ringgemeinschaft. Das ist aber nicht der, oder? Ihr seid den Fußstapfen der neuen Gefährten gefolgt, die von Bruchtal aufgebrochen sind. Puh, da bin ich jetzt überfragt, wann wir das bekommen haben. Das haben wir freigeschaltet. Ein tiefer Brunnen war das, genau. Gut, jetzt sind wir hier unten im Wasserwerk. Wir machen hier noch nicht weiter. Wir müssen... Was haben wir denn noch für Bereiche eigentlich jetzt zu klären? Wasserwerk, lodernde Tiefen, Steinfundament, Rothornadern. Das sind die vier Bereiche. Und vielleicht noch ein bisschen was von Zelemelek hier unten. Ich dachte, hier unten gäbe es auch noch einige Quests. Aber bisher ist mir da noch nichts aufgefallen. Also diese Bereiche haben wir noch zu klären jetzt. Und dann würde ich sagen, vielleicht setze ich gleich mal einen... Ich setze mal gleich hier einen Markstein. So. Damit wir, wenn wir vom Fest wiederkommen, vielleicht hier gleich mal weitermachen können. Okay, dann, wie gesagt, machen wir uns mal auf. Nee, wir verkaufen erst noch schnell, wenn das hier unten möglich ist. Damit unser Inventar leer ist. Ein... Bankhändler wird hier unten wahrscheinlich nicht sein. Und wir haben hier noch einige Sachen. Zum Beispiel noch Reliefs. Und alles andere können wir dann schön verkaufen. Es wäre schon schön, wenn wir noch... Wir machen mal Schnellreise nach Hause. Wir waren ja schon lange nicht mehr danach. In die 21. Halle. Ich will den ganzen, das ganze Zeug hier einfach mal rausschmeißen. Ich habe hier noch Rucksack und Tasche des Schatzsuchers hier drin. Das ist ja noch schon uralt mittlerweile. Das ist uralt. Du bist ja mit dem Staub, das ist okay. Durchsetzter Adamant. Ich will jetzt einiges ablegen. Auf die Bank setzen. Damit wir hier entspannt das Fest genießen können. So. Das Haus Durins wird für immer fortbestehen. Also, legendär. Wir können eigentlich das hier, das können wir gleich mal anwenden auf eines unserer Schwerter. Wir müssen noch neu schmieden. Neu schmieden, neu schmieden. Wir müssen alle neu schmieden. Dann warten wir hier noch. Die können wir dann anwenden. Die Sachen hier, die können wir zerlegen. Also die behalte ich auch. Die ganzen
Waffen und Dingsgedöns, was wir hier so haben, die Rufgegenstände. Die Rufgegenstände lege ich mal hier ab. Habe ich hier irgendwo vielleicht ein Plätzchen dafür? Eventuell kann man das ein oder andere auch nochmal schön verkaufen übers Auktionshaus. Ich habe eine komplette Kategorie mit Bier hier. Rufgegenstände hier. Dann schmeißen wir die Sachen rein, die wir aktuell nicht mehr verwenden können. Und alles andere wird verkauft. Die Rune wird aufgedröselt, die hier auch. Das Schwert, legendär. Das Schwert packen wir hier rein. Reliktentfernung. Die Saphire. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Die Saphire. Die durchsetzten Dinge, die schmeißen wir hier rein. Wir haben hier noch ganz viel. Meine Güte. Ich hätte das vielleicht vorher machen sollen, Leute. Tut mir leid. Da müsst ihr jetzt durch. Wir machen das jetzt gemeinsam. Handwerkerbonus. So. Dann Kleiderschrank. Befindet sich bereits hier. Komm, das wird verkauft, das Zeug. Ich lege immer alles in den Kleiderschrank und anziehen tue ich es nie. Es ist schlimm. Es ist zum einen ein bisschen schade immer, wenn du die Sachen dann verkaufst, weil du nie weißt, ob du sie wieder bekommst. Das Schild wird auch verkauft. Aber zum anderen, wenn ich mal zurückdenke, wann ich solche Sachen denn auch wirklich wieder gebraucht hätte, habe irgendwann mal. Das kann ich wahrscheinlich an drei Fingern abzählen. Das ist alles. Handwerk. Oh, wir haben ja auch noch hier. Oh Mann, wir haben auch noch Gegenstände für die. Oder einen Gegenstand für das Häuschen. Es ist einfach zu viel. Es ist zu viel. Handwerkstasche, die bleibt hier. Okay, das war's erstmal. Können wir was auflösen? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Das heißt, wir verkaufen den oberen Teil. Wir werden nochmal neu schmieden und zerlegen. Und dann geht's aber wirklich Richtung Minas Tirith. Wir machen einen kurzen Abstecher. Ich finde solche Abstecher immer gar nicht so toll, weil man quasi Sachen sieht, die man eigentlich erst später sehen sollte. Bin ich jetzt ins Auktionshaus gelaufen? Man sieht Sachen, die man eigentlich nicht sehen sollte, wie jetzt hier mit dem Schattenbachtal vor kurzem erst oder jetzt dann mit Minas Tirith. Was ist denn hier die blöde Handwerkshalle? Handwerkshalle. Und ich will die immer, ne, ich will das ja alles immer schön der Reihe nach entdecken erst. Das ist das Problem bei mir. So. So viel neu zu schmieden, Wahnsinn. Unsere Hauptwaffe. Die, glaube ich, ist ja schon geschmiedet, oder? Die Hauptwaffe ist schon komplett durch. Ja, die ist schon auf Maximum. Genauso unser Gürtel. Nö, der Gürtel nicht. Der Gürtel nicht. Da habe ich jetzt natürlich nicht aufgepasst, ob der die guten Eigenschaften bekommt. Aber da das ja unser Anfangsgürtel ist, wird das wahrscheinlich sowieso. Das werden wir ja eh nochmal schön tauschen dann. Dann ausgewählt. Alles identifizieren. Dankeschön. Dann zerlegen. Balin kam, aber wir erhielten keine Nachricht von ihm. Doppelkick. 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 Großaxt des Wächters. Ist aber Zweihand jetzt, ne? Das ist
Ja, zwei hat Axt. Die, wir können die aber auch noch mitnehmen und entsprechend dann nutzen. Dann verfeinern. Kann gar nichts verfeinern, doch. Moment. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst jetzt. Nein, jetzt habe ich die Relikte zerstört und habe mir Scherben geholt. Ich wollte ja eigentlich, das wollte ich ja eigentlich machen. Auto kombinieren. So. Dankeschön. Das wollte ich eigentlich machen. Schön hoch Auto kombinieren wie immer. Bis zur höchsten Stufe. 6, 7, das hat sich schon erledigt. Dann werden wir noch die Axt ausrüsten hier. Wir haben leider keinen Platz mehr, dann muss ich mir nochmal einen Platz kaufen. Kostet 300. Oh, 295, wow. Okay, hey, hey. Glück gehabt. 295. Wir rüsten die Axt aus. Dankeschön. Dann, wieso ist hier ein Dings? Na gut. Ich glaube, das ist jetzt aber alles, oder? Ich habe hier immer noch so. Ah, die sind alle gesperrt, deswegen wurden die nicht angezeigt. Die Herren Moria sind zurückgekehrt. Gäbe es hier kein Mithril zu finden, wäre ich bestimmt nicht hier. So, lauter Stufe 1. Langweilig. Schiffsrolle der Erneuerung wird verkauft, wenn das geht. Okay, ich glaube, wir sind jetzt erstmal soweit. Die Hutablage nehme ich weiterhin mit. Wir können diese... diese ganzen Vermächtnisrunen gleich mal anwenden. Und am besten auf unseren Gürtel hier. Der ist ja doch schon, Gürtel des Wächters ist ja doch schon auf Max. Bin doch nicht doof. Ich glaube, ich habe hier einfach nur den falschen ausgerüstet aktuell. Ich laufe die ganze Zeit mit dem falschen Gürtel herum. Das hat niemand gesehen. Na? Das hat niemand gesehen, dass wir hier ständig mit dem kleinen Gürtel rumgelaufen sind, obwohl unsere eigentlich fantastisch ausgerüstet ist. Das hat niemand gesehen. Meine Güte. So, schön mal die Punkte verteilen. Nochmal verteilen. So. Wobei ich die eigentlich gar nicht hier reinsetzen müsste, oder? Wobei es wahrscheinlich, es wäre, denke ich mal, besser, wenn ich die Punkte bei mir auf dem Bankfach ablege. Weil die hier, diese ganzen Waffen, die sind ja nur dafür da, damit mir die Punkte nicht flöten gehen, die ich beim Dings bekomme. Beim Questen bekomme. Das war wieder sehr intelligent, lieber Tollfuß. Hast du gut gemacht. Also manchmal wundere ich mich echt, wie ich hier Level 75 werden konnte. Die ganzen schönen Vermächtnisruhen gleich mal verschwendet. Wir bekommen ja durch das Zerlegen dieser Waffen, wenn die dann komplett voll sind mit Erfahrungspunkten. Die bekommen wir ja niemals im Leben auch wieder so raus. Deswegen schmeißen wir die alle hier rein. Jetzt mittlerweile nur noch die beiden hier. Na gut. Muss ich mir halt merken fürs nächste Mal. Hier ist noch eine Karte nach Bri. So. Dann noch einmal kurz verkaufen. Dann gehen wir noch kurz nach Hause. Setzen irgendwo die Moria-Geode hin. Und dann geht's aber Richtung... Oh, wir haben schon 15 Minuten wieder. Dann geht's aber Richtung Minas Tirith. So, Karte weg. Gleich mal schön die Karte nach Minas Tirith verkauft. So, das wird alles verkauft. Gut, gut. Ich denke, ich habe nichts übersehen. Das ist alles gut. Ja. Schön noch reparieren.
dann schön nach Hause. Nutzt eigentlich irgendjemand noch die Schicksalspunkte? Die waren ja am Anfang der Shit. Das war so der Hammer, was du dir für Boni bekommst. Aber nutzt die noch irgendwie? Ich habe 73.000 Schicksalspunkte. Wo kommen die denn her? Kann ich das Fenster größer ziehen? Das geht leider nicht. Dafür hat offenbar die Programmierung, das Programmierbudget nicht mehr gereicht. 73.000 Schicksalspunkte. Das Problem bei den Schicksalspunkten war ja, dass du das nicht mehr wirklich wiederbekommst dann. Ja, du investierst das für so einen temporären Bonus, aber letztendlich verläuft der ja irgendwann mal. Schau mal, ob es hier was Neues gibt. Verrufenheitsschub. Scharmützelheldentum. Stärke. Das ist alles nur temporär. Gibt Gegenstandsabnutzung auf. Gegenstandsabnutzung ist auch etwas. Mittlerweile schwimmst du ja in Gold. Oh, hier gäbe es noch was mit Erfahrungspunkte. Legendäre Erfahrungspunkte. Naja, vielleicht hier sowas zu investieren. Frage ist, wie lange das dauert jetzt hier. Eine Stunde. Das wäre noch okay. Aber ansonsten Schub des Zeichenerwerbs. Du schwimmst halt mittlerweile. Hier nochmal komplett Charakterbeschleunigung. Das ist halt etwas da. Ja. Du brauchst das nicht mehr wirklich. So. Wo kommt diese Geode hin? What? Das ist ein großer Hof? Die Geode ist ein großer Hof. Ich dachte, das wäre sowas Kleines. Kleiner Hof. Müssen wir unser Theater hier abbauen. Ah, ist die groß. Die ist ja mega groß. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein kleines, ne? Teil. Habe ich hier. Ah, okay. Dann machen wir das so. Dann lassen wir hier den. Wir lassen hier den, das Theater stehen. So. Und die Geode kommt dann hier rüber. Das ist ein kleiner Hof. Wir haben nur zwei große Höfe. Das ist etwas schade. Ich finde nämlich das hier auch sehr entspannt eigentlich hier, dieses Feuer. Aber, ne? Wir werden das mal hier mit. Wir werden das mal jetzt hier mit der Geode tauschen. Es sind einfach zu wenig Plätze. Es sind schon mehr geworden, aber es sind immer noch viel, viel, viel zu wenig dieser Bauplätze. Ich will alles vollstopfen. Ich will alles vollmachen mit den entsprechenden. Wir haben ja auch ein Lossort Rauchzelt zum Beispiel. Ist auch großer Hofmensch. Es sind viel zu wenig Plätze. Ich will alles hier voll. Das soll alles vollgerümpelt sein hier drin. Die Sachen sollen sich stapeln, übereinander stehen. Dann würde ich mich hier wohlfühlen. Ansonsten ist es halt mal so ein Aufbewahrungsteil, was man hier so bekommen hat. Wieso steht denn die jetzt schon wieder falsch? Hä? Und die auch? Welch Zauber ist hier am Werk? Zauberei ist hier am Werk. Ich gehe nochmal rein. So, ich gehe nochmal raus. Das ist ja die Höhe. Das ist ja unverschämt. Da dreht uns die Geode einfach den Rücken zu. Und unser Theater sieht auch ganz beleidigt aus. Und schaut zur Seite. Wieso ist denn das so? Das muss doch ein Bug sein jetzt. Oh Mann, ich bin zu blöd. Das ist ein Speicherbutton. Seit wann muss man denn das extra speichern, Leute? Es ist schon schlimm. Es ist schon echt schlimm, Leute. Ich weiß, euch passiert sowas bestimmt auch. Ich bin mir sicher, euch passiert sowas auch. Nur bei euch fällt es nicht auf, weil ihr alleine spielt und keine Videos davon macht. Aber wenn ich sowas mache, dann
fällt das auf und kann immer nachvollzogen werden, weil das online steht. So, jetzt sollte das aber passen. Ich komme wieder und dann schaue ich nach, ob alles gut ist. Und wehe, ihr habt euch wieder umgedreht. So, jetzt sind wir natürlich schon wieder am Ende der Folge. Das heißt, diese Folge war sehr ereignisreich. Ne? Habt ihr mal gesehen, wie man Inventar sortiert, wie man Gegenstände, Hausgegenstände nicht aufrichtet, beziehungsweise nicht speichert. Habt ihr auch gesehen. Und in der nächsten Folge geht es dann endlich Richtung Minas Tirith. Ich bin gespannt, welche Aufgaben dort auf uns warten. Und ich hoffe, dass die nicht zu verschwurbelt sind, sondern dass wir die jetzt ganz gemütlich dann einfach machen können und nachverfolgen können. Und vielleicht sogar irgendwie so uns zur Hochzeit von diesem komischen Waldläufer und dieser komischen Elbenprinzessin schleichen können. Wenn das denn überhaupt bei diesem Fest jetzt hier mit dabei ist.